Ja, dann ist es tatsächlich auch schon soweit. Dann freue ich mich, dass ihr alle da seid. Genau, jetzt ist so ein bisschen der Part der Veranstaltung, wo es ein bisschen technischer wird. Also ich wurde ja gebeten, passend zum Titel der Veranstaltung über die ja, Entwicklung in der Welt des Friedens und der Konflikte zu berichten und so ein paar Erkenntnisse, Einblicke aus der Friedens- und Konfliktforschung zu präsentieren. Ganz kurz erstmal zu mir oder warum ich das mache. Genauer können wir das natürlich gerne noch in den Workshops besprechen, die anstehen. Aber genau, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Es ist eine von ein paar Friedens- und Konfliktforschungsinstituten in Deutschland, die sich eben mit der hauptsächlich politikwissenschaftlichen Erforschung von Frieden und Konflikt beschäftigen. Es gibt aber auch Naturwissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten und viele andere. Und die Fragestellungen sind extrem vielfältig. So mein Fokus liegt dadurch, das passt ganz gut zu diesem Vortrag, liegt viel auf Datenanalyse, was eigentlich natürlich mal relativ langweilig sein kann, aber eben einen guten Überblick über Trends und Konfliktermittlungen, Konfliktentwicklungen erlaubt. Ich interessiere mich besonders vor allem für Krisenfrüherkennung und Krisenfrühwarnung. Das heißt, warum eigentlich Konflikte, die im Nachhinein immer extrem offensichtlich scheinen, also wenn wir jetzt so an den Bürgerkrieg in Syrien denken, an den Krieg in der Ukraine denken, dann gibt es immer ganz, ganz viele sehr plausibel klingende Erklärungen, warum es dazu gekommen ist. Und die Frage, mit der ich mich beschäftige, ist ja, aber warum hat man denn dann vorher nichts gemacht? Und Teil der Antwort ist oft, dass diese Risikofaktoren oft im Vorfeld gar nicht so offensichtlich sind, wie sie danach dann aussehen. Und ein anderer Teil sind so eine ganze Reihe an Überzeugungsproblemen auch und die Frage von Unsicherheit und Risiken im internationalen System soll bedeuten, dass auch wenn wir relativ sicher sind, Risiken für einen Konfliktausbruch zu sehen in einem bestimmten Land, ist es trotzdem, auch wenn wir wissen, wie wir in der Theorie diese Konfliktindikatoren adressieren können, präventiv, ist das trotzdem selbst immer mit Risiken verbunden, weil es natürlich eine Einmischung in andere Systeme ist, weil man nie so nicht intendierte Nebenfolgen, heißt das immer so schön, nicht ausschließen kann. Und weil Prävention also selbst auch immer mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und bei Erfolg, das hat man bei Corona auch oft gesehen, dass wenn Prävention Erfolg hat und quasi eine neue Corona-Welle quasi nicht ausbricht, ist es aber ganz schwierig im Nachhinein zu sagen, hat das jetzt an den präventiven Maßnahmen gelegen, also wie in Paris, dass tatsächlich niemand mehr vor die Tür gehen durfte, gab es da ja öfter, hat das jetzt daran gelegen, also war das ein Erfolg, dass Menschen zu Hause bleiben durften, oder wäre es eh nicht dazu gekommen? Und wenn es eh nicht dazu gekommen wäre, diese Warnung also falsch war, sind vielleicht aber ganz, ganz viele Kosten durch dieses präventive Engagement entstanden, wie Leute sind vereinsamt, Leute sind zu Hause geblieben. Und ähnlich lässt sich diese Grundproblematik eben auch auf Konfliktprävention übertragen. Also es ist ganz, ganz schwierig, wenn Prävention erfolgreich ist bei Konflikten, danach zu beweisen, dass es an diesem präventiven Engagement lag. Während wenn das präventive Engagement gescheitert ist und Konfliktausbruch ausbricht, ist dieses Scheitern immer sehr offensichtlich, wie nach dem Völkermord in Myanmar zum Beispiel. Dann ist aber die Frage eben, also in beiden Fällen wirkt halt präventives Engagement oder Geld halt so ein bisschen als verschwendet. Also wir haben Geld investiert oder vielleicht auf Handelsabkommen verzichtet, um irgendwie präventiv auf eine bestimmte Situation einzuwirken. Es hat aber nicht geklappt, ein Konflikt ist ausgebrochen, war das Geld also verschwendet. So ist immer so die Fragestellung. Und für PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen ist deshalb immer sehr, 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 sehr schwierig, sag ich mal, auch wenn man von der Idee normativ ganz stark überzeugt ist, sich praktisch da auch zu engagieren. Genau, nach diesem kleinen Exkurs, genau, also ihr habt das in der Zwischenzeit bestimmt gelesen, also ich arbeite in der HSFK, ich arbeite auch als Analyst bei einer US-amerikanischen Firma, da geht es um Risikoanalyse vor Bürgerkriegen und ich engagiere mich ehrenamtlich bei Genocide Alert, das ist eine deutsche Menschenrechtsorganisation, bei der ich davor auch als Geschäftsführer gearbeitet habe und als Student beigetreten bin.
Und da habe ich vor allem so Lobbyarbeit, was man so negativ oft als Lobbyarbeit eben bezeichnet, im Bundestag und im Auswärtigen Amt gemacht zur Prävention von Massenverbrechen. Und auch da ging es aber hauptsächlich um die Früherkennung. Also wie können wir Massenverbrechen wie Völkermorde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen frühzeitig erkennen. Genau. Ja, zum Einstieg würde ich euch ganz gerne um so ein kleines Handzeichen bitten, um so ein bisschen die Stimmung einschätzen zu können. Glaubt ihr denn, dass die Welt friedlicher geworden ist seit dem Ende des Kalten Krieges, frage ich mal zuerst. Ungefähr die Hälfte, ja. Und seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Bisschen mehr, glaube ich. Okay. Aber relativ ausgeglichen. Genau. Finde ich immer eine ganz spannende Fragestellung, weil es natürlich ist gar nicht, also wie wir jetzt sehen werden, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Manfred hat gestern immer viel in seinem Vortrag darüber gesprochen, dass er dachte oder dass viele auch in Deutschland dachten, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ob man da nicht in der Evolution schon weiter gewesen wäre. Auch in Bezug auf den Jugoslawienkrieg in Europa eben haben das damals viele gedacht. Also ein bisschen die Grundfrage ist natürlich auch, ist das tatsächlich so? Also gibt es eine Evolution in diesem Bereich? Gibt es einen Fortschritt? Ich werde mich der Frage zuerst nähern, indem ich also diese Frage nach der Friedfertigkeit in der Welt erstmal über das Gegenteil nähern. Das ist ganz üblich. Das heißt, ich benutze eine negative Definition von Frieden, sagen wir dazu in der Politikwissenschaft. Das heißt, ich definiere Frieden darüber, was es nicht ist. Also ich näher mich dieser Frage erstmal darüber an, dass ich Konflikte betrachte und eben Daten dazu. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass es nur für eine ganz, ganz spezifische Gruppe von Konflikten überhaupt Daten gibt, die bis 1945 zurückgehen. Das ist historisch gesehen immer noch ein relativ kurzer Zeitraum. Und zwar sind das Daten für Konflikte, an denen Staaten beteiligt waren, also mindestens ein staatlicher Akteur. Und ich habe die Daten hier einmal visualisiert. Also unten seht ihr eben den Zeitstrahl von 1945 bis 2021, ist das aktuellste Jahr, für das die Datensammlung abgeschlossen ist. Und dann ist hier gemappt eben die Anzahl an Konflikten in dem jeweiligen Jahr, in diesem Balkendiagramm. Da sehen wir, dass die Anzahl an bewaffneten Konflikten zumindest und bewaffnete Konflikte, das wird in der Politikwissenschaft definiert als bewaffnete Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, wovon mindestens einer hier ein Staat ist in dem Beispiel, die zu über 25 Toten geführt haben. So, das ist so diese pro Jahr. Wenn die in einem Jahr unter 25 fallen, fallen sie quasi wieder raus. Und hier sieht man sehr deutlich, dass die Anzahl eben 1945 extrem klein war, wenn sie zum Ende des Kalten Krieges sehr stark gestiegen ist. Also, er hat einen Höhepunkt in 1993 gehabt, ist dann ganz massiv abgefallen. Und hier war so die Phase, wo in der Politikwissenschaft alle auf so eine Friedensdividende nach dem Kalten Krieg gehofft haben und eine friedlichere Welt. Und ist dann aber in den letzten Jahren wieder massiv angestiegen, also so hoch, wie es noch nie zuvor war, einsetzend mit dem arabischen Frühling. Aber eben nicht aufhören damit. Was auch daran liegt, dass viele Konflikte, die aus dem arabischen Frühling entstanden sind, wie in Syrien, wie im Jemen, eben natürlich auch noch andauern. Wenn man einmal so eine Durchschnittslinie einblickt, sieht man eben, also war bei der Grafik jetzt eh klar, aber sieht man, dass wir eben deutlich über dem Durchschnitt liegen zurzeit. Ein bisschen anders sieht das aus, also nochmal so ein Vergleich. Das sind Konflikte weltweit pro Jahr gewesen. Wenn man die jetzt pro Jahr die Konflikte runterrechnet, aber auf die Anzahl an konfliktbetroffenen Ländern weltweit, sieht man, dass sich relativ viele Konflikte auf wenige Länder verteilen. Also wir haben hier, ich glaube, eine Höchstzahl von 54 Konflikten gehabt und haben dann, da sieht man, dass sich die Skala eben ändert, im Schnitt, sage ich mal,
höchstens einmal 38 Länder gehabt, die Konflikt betroffen waren. Das heißt, es ist nicht so, dass sich Länder irgendwie gleich Konflikte, dass sie am Ende auch noch gleichmäßig irgendwie auf Länder in der Welt verteilen, sondern eben relativ viele Konflikte, gerade so dieser Spitzen, dann auf das gleiche Land verteilen. Also manche Länder sind deutlich konfliktbetroffener als andere. Ja, genau, ist eine gute Frage. Da komme ich gleich zu. Aber genau, es sind Bürgerkriege mit dabei, aber nur, wenn ein Staat beteiligt ist auf der Gegenseite. Also wenn es eine Rebellen gegen Staat sind, Freiheitskämpfer gegen Staat, wie auch immer man das definieren möchte. Genau, genau, da komme ich gleich zu. Das ist halt, da ist es, der Grund, weshalb das jetzt so getrennt ist, ist, dass es, finde ich, immer ganz schönes Daten bis 1945 anzugucken, dass man so den Zeitraum ein bisschen besser im Überblick hat und es aber Daten zu nichtstaatlichen Konflikten erst ab 89 gibt. Genau. Wenn wir das hier nochmal angucken, das ist der Anteil der konfliktbetroffenen Länder weltweit pro Jahr, also Anteil an allen Ländern weltweit, die es in dem jeweiligen Jahr gab. Das hat sich ja auch geändert, mehrmals geändert. Sieht man halt, dass der Anteil der konfliktbetroffenen Länder weltweit pro Jahr aber erstaunlich gleich geblieben ist. Also das ist relativ konstant geblieben. Heißt also, spricht also auch nochmal stärker dafür, dass es bestimmte Länder gibt, die sehr konfliktanfällig sind, in denen sich auch mehrere Konflikte konzentrieren, andere aber offenbar nicht konfliktbetroffen scheinen. Genau, also so ein kleines Zwischenfazit auf dieser ganz, ganz groben Daten wäre also, dass die Anzahl bewaffneter Konflikte gestiegen ist, sowohl seit 1945 als auch seit 1989. Die Anzahl konfliktbetroffener Länder auch etwas gestiegen ist, aber das liegt auch maßgeblich daran, dass es eben mehr Länder gibt. Wenn man das prozentual anschaut, ist die Anzahl konfliktbetroffener Länder ungefähr gleich geblieben. So, das heißt, es verteilt sich eine größere Anzahl an Konflikten auf eine ganz bisschen größer gewordene Anzahl an konfliktbetroffener Staaten. Das heißt also, dass maßgeblich in konfliktbetroffenen Staaten scheinen die Daten zu zeigen, dass die Lage vor allem eben unübersichtlicher geworden ist. Es gibt also mehr Akteure in diesen Konflikten, mehr Akteursparteien und mehrere Konflikte parallel, also auch mehr Interessen, die in diesen Ländern aufeinander prallen. Wenn man das einmal ganz kurz aber mit der Intensität anschauen will, ist auch so, dass es keine verlässlichen Todeszahlen gibt für Konflikte seit 1945, aber so eine Annäherung. Und zwar ist das jetzt nochmal die gleiche Grafik von ganz am Anfang, die quasi die bewaffneten Konflikte gezeigt hat. Und das, was ich jetzt unten aber dunkelblau eingefärbt habe, ist das, was man gängigerweise in der Wissenschaft als Kriege bezeichnen würde. Das sind Konflikte, von denen man weiß, okay, die Todeszahl lag aber nicht nur über 25 Toten im Jahr, sondern tatsächlich über 1000 Toten im Jahr. Das ist so die klassische, über die Definition wird immer viel gerungen, viel gestritten, hat sich aber in der Praxis als ganz gut erwiesen. Also tatsächlich immer, wenn man von einem Krieg spricht, sind das in der Regel Konflikte mit über 1000 Toten im Jahr. Und hier sieht man, dass die Anzahl der Kriege wiederum, also dieser Hochintensitätskonflikte, wenn man das so nennen will, relativ konstant geblieben ist. Also auch wenn die Anzahl der bewaffneten Konflikte sehr stark schwankt oder sehr stark angestiegen ist, nochmal zum Ende, ist das bei den Kriegen weniger der Fall. Also wenn wir uns nur die Kriege angucken, also jetzt verändert sich wieder die Skala von eben über 58 Fällen zu maximal 16, sehen wir hier also nur bei den Kriegen, dass es zwar auch Schwankungen gegeben hat, dass es zwischendurch tatsächlich deutlich weniger geworden ist, gerade vor dem arabischen Frühling und dann angestiegen ist, dass aber so ein klarer Trend es eben nicht gibt. So, wir sind jetzt am Ende, und das ist also ein Jahr vor dem Ukraine-Krieg, tatsächlich auch noch unter dem Durchschnitt, sogar deutlich unter dem Durchschnitt. Mit dem Ukraine-Krieg kommt natürlich auch nur ein Krieg dazu, der aber natürlich besonders schwerwiegend ist auch. Und wir können uns die gleichen Kriege, die jetzt hier eben dunkelblau gefärbt sind, auch angucken nach Akteurskonstellationen. Also um was für Kriege geht es da eigentlich? Also da sind, ich hatte schon gesagt, genau, ich gehe mal ein bisschen zur Abwechslung auf die Seite. Ich hatte schon gesagt, dass
kriege, also in dem Fall, diese Daten seit 45 alle darüber definiert sind, dass mindestens ein Staat beteiligt sein muss. Aber es gibt ja trotzdem dann unterschiedliche Arten von Kriegen. Also es gibt Kriege, eben Bürgerkriege zwischen Staat und nichtstaatlichen Akteuren. Es gibt zwischenstaatliche Kriege zwischen zwei Staaten. Es gibt hier in den Daten auch sowas wie extrasystemische Kriege. Das waren also Kriege von einem Staat mit einem Akteur, der irgendwie nicht ins Schema passte. Das sind vor allem an sich also Unabhängigkeitskriege fallen da drunter, die also zwischen an sich staatlichen Akteuren, die aber nicht als Staat anerkannt sind nach der UN. Genau. Und was wir hier sehen, was halt ganz spannend ist, also dieses Rote sind zwischenstaatliche Kriege und die gab es ab Anfang der 2000er, gab es sie nicht mehr. Alles, was es gab, ist dieses Blaue, dieses Dunkelblaue, das sind in dem Fall Bürgerkriege, es sind beides Bürgerkriege, nur der eine Bürgerkrieg, der Dunkelblaue, sind Bürgerkriege mit externer Beteiligung. Das heißt, da gibt es andere Staaten, die sich in diesen innerstaatlichen Bürgerkrieg aktiv mit Waffen und mit Soldaten oder Luftunterstützung einmischen. Und hier sieht man halt ganz gut so diesen Trend, den es eben im internationalen Konfliktgeschehen gab. Wir haben eigentlich nur noch über Bürgerkriege geredet, wenn wir über Konflikte geredet haben. Das zeigt auch, was für eine große Ausnahme eben dieser Krieg in der Ukraine tatsächlich darstellt. Und wir haben vor allem eben über internationalisierte Bürgerkriege gesprochen, die in der Regel besonders schwer beizulegen sind, weil eben mindestens eine der Konfliktparteien in der Regel auf Waffenlieferungen oder finanzielle Unterstützung eben externer Staaten aufbauen kann. Das heißt, also extrem lange, beide Seiten in der Regel extrem lange in der Lage sind, eben so Kriegsbedingungen auszuhalten oder so eine Kriegsökonomie am Laufen zu halten. Also diese Konflikte sind wissenschaftlich gesehen in der Regel am schwersten zu lösen. Genau, dann würde ich einmal nämlich schnell auf die Problematik zu sprechen kommen, dass wir jetzt halt einfach nur Konflikte betrachtet haben mit staatlichen Akteuren. Das war generell ein großer Fokus der Forschung während des Kalten Krieges, weil da natürlich die Furcht vor einem Konflikt zwischen den Großmächten, zwischen USA und der Sowjetunion und eines Ottomanen Krieges sehr, sehr groß war, also gerechtfertigt groß war und damit auch ein viel, viel größerer Fokus gelegt wurde, eben auf was sind Faktoren für zwischenstaatliche Gewalt, was interessiert uns daran, wie kann man das verhindern und nichtstaatliche Gewalt stark vernachlässigt wurde. Das war einfach nicht so, das war nicht so heikel, das war nicht Gegenstand der Forschungsfrage und entsprechend wurden dazu auch sehr wenig Daten gesammelt. Es gibt aber ab 89 ändert sich das, gibt es Daten zu nichtstaatlicher Gewalt. Und wir sehen jetzt hier, das Blaue ist das, was ich eben insgesamt gezeigt habe, also Konflikte mit staatlicher Beteiligung. Und da sehen wir jetzt halt sehr, sehr deutlich, dass es extrem viele und auch, dass es extrem zugenommen hat, extrem viele Konflikte gibt zwischen Akteuren, von Konflikten, die gar keine staatliche Beteiligung haben. Also tatsächlich ausschließlich Konflikte zwischen mindestens zwei nichtstaatlichen Akteuren. Das sind so Konflikte wie im syrischen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Organisationen. Das heißt zum Beispiel zwischen Al-Qaida-Ablegern in Syrien und dem IS in Syrien. Aber auch zwischen den Taliban in Afghanistan und dem IS in Afghanistan, die sich da ja stark bekämpfen. Darunter fallen auch so Konflikte in Nigeria zwischen Viehbetreibern und also so seminomadischen Viehbesitzern, den Fulani, und sesshaften Bauern. Und das klingt dann immer nicht so dramatisch, wenn man über diese Konflikte spricht, weil also ein Kernfokus dieser Konflikte, da ist tatsächlich Zugang zu Wasserressourcen, weil die Bauern auch mit westlicher Unterstützung oder auf Basis westlicher Entwicklungsprogramme eben gelernt haben, wie sie effizienter ihr Getreide anbauen und Co. und wie sie Zäune richten um ihr Gelände, damit das eben nicht zerstört wird von Wildtieren. Das ist aber ein Problem dann eben für nomadische Viehbesitzer, die ihr Vieh ja trotzdem zu einer Wasserquelle
treiben müssen, die dann im Zweifelsfall aber abgezäunt wurde. Und bei diesen Konflikten, also bei diesem Fulani-Konflikt zum Beispiel, sind halt in Nigeria mehr Menschen getötet worden als durch Boko Haram. So, das macht also einen massiven Unterschied. Also ganz lange war Boko Haram die tödlichste islamistische Terrororganisation weltweit, bis eben zum Ausstieg vom IS. Dann ist Boko Haram auch, also ist dem IS beigetreten, in Anführungszeichen, hat sich angeschlossen. Das sind also auch relativ schwer, das können relativ schwerwiegende Konflikte sein. Ein anderer Punkt ist, one-sided violence heißt das immer, also einseitige Gewalt direkt übersetzt. Das ist Gewalt, die hier von den Definitionen oft nicht erfasst wird, weil es in dem Sinne kein Konflikt ist, sondern sowas wie ein Völkermord oder ethnische Säuberung würde darunter fallen, wenn tatsächlich die eine Partei nur aus Zivilisten besteht. Also es ist kein Konflikt zwischen zwei bewaffneten Akteuren. Beispiel dafür wäre Myanmar, wo eben gezielt Zivilisten getötet werden. Genau, jetzt einen kleinen Einblick oder einen guten Einblick über die Intensität gibt dann aber die Anzahl der Todeszahlen, die es eben ab 89 gibt. Man muss mit so Daten natürlich immer vorsichtig sein. Es ist sehr, also die Anzahl der Todeszahlen basiert auf öffentlichen Medienberichten. Das wird teilweise computergestützt gesammelt, teilweise eben von sehr großen Analysten- und Rechercheteams zusammengetragen für jeden Konflikt weltweit. Aber da gibt es natürlich einen Bias auch für, dass Konflikte und Todeszahlen in Städten eher berichtet werden als in ländlichen Regionen, dass eher englischsprachige Newsberichte stärker berücksichtigt werden als Berichte in der lokalen Sprache. Und hier sehen wir aber, dass trotzdem also Konflikte mit staatlicher Beteiligung, wieder das dunkelblaue, im Schnitt aber zu vielen Toten führen. Also der größte Anteil der Toten kommt eben durch staatliche Gewaltkonflikte zu Tode. Das liegt aber auch daran, dass Konflikte, sobald sie einen staatlichen Akteur involvieren, oftmals halt ein größeres Ausmaß annehmen. Auch mehr, also in Syrien gerade sterben ja sehr viele auch durch Bomben, während so Konflikte zwischen nichtstaatlichen Akteuren, jetzt diesen Fulani-Konflikt mal ausgenommen, aber halt eben selten über so, über Kampfmittel verfügen, die viele auf einmal töten könnten. So. Was ich hier aber rausgenommen habe, ist, das ist ganz üblich, das wird immer mal wieder gemacht, weil das die Statistik sonst verzerrt, ist der Völkermord in Ruanda 1994. Wenn man den einfügt, sieht das Ganze halt so aus, weil da eben innerhalb von kürzester Zeit, und das ist hier eine konservative Schätzung, halt über 600.000 Menschen getötet wurden. An sich sagt man immer so, es sind wahrscheinlich eher 800.000, aber die Daten sind hier sehr, sehr konservativ. Zeigt also auch, dass so Völkermorde nicht irrelevant sind. Also das ist durchaus Sinn ergibt, sich auch darauf zu fokussieren, weil auch wenn die extrem selten sind, können die zu einer riesigen Anzahl an Toten führen. Genau, und das kann man gerade grafisch nicht ganz so optimal erkennen, aber das ist jetzt so die neuere Art und Weise, wie quasi die Todeszahlen gezählt werden. Das ist auch das, was ich innerhalb dieser Balkendiagramme abgebildet habe, ab 1989. Und zwar werden riesige Excel-Tabellen angelegt, wo jedes Ereignis und mit der Quelle dazu jeweils einzeln eingetragen werden für den Tag, was an dem Tag in dem Land passiert ist. Also wenn es mehrere Auseinandersetzungen, mehrere Konflikte gab, dann ist das jeweils quasi ein eigener Eintrag in der Excel-Tabelle. Also man analysiert das dann nicht in Excel, aber so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und dann gibt es eine Kurzbeschreibung von dem Event, dann gibt es einen Link zu Zeitungen, die das berichtet haben und die Anzahl der Toten. Und das, was hier dargestellt ist, ist jetzt eben die Anzahl an Events jeweils so als einer, beziehungsweise immer jedes Event hat so einen kleinen Punkt in dem Jahr bekommen, bei dem mindestens eine Person getötet wurde. Und da sieht man natürlich, oder man sieht es schlecht auf dem Zoom-Level, aber dass es Regionen gibt, in denen sich das eben wahnsinnig konzentriert und andere, die kaum konfliktbetroffen sind. Und die Karte ist von 2021, das heißt, hier sieht man in der Ukraine noch ganz schön, wie sich das da eben auf den Osten verteilt, die für 22 würde ganz anders aussehen.
Es gibt aber immer so diese, also in der, ja, viele Forscher sagen, sprechen immer von so einem Konfliktbelt, der einmal um die Welt geht, weil sich so in der Mitte einmal sehr, sehr viele Konflikte konzentrieren. Zum Beispiel eben hier auch in Mexiko, das ist alles nichtstaatliche Gewalt. Das ist die Gewalt der, also das ist der Drogenkrieg quasi in Mexiko. Der stellenweise, wenn man das mit dem syrischen Bürgerkrieg vergleicht, sind auch auf den im syrischen Bürgerkrieg, wie also in der gleichen Zeit, während der syrische Bürgerkrieg lief, wurden in Mexiko mehr Menschen getötet durch Gewalt im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg, also sowohl durch die Kartelle als auch durch die Sicherheitsbehörden. Ist aber klassischerweise natürlich kein Krieg. Genau, das wäre schon das Ende dieser Datenanalyse. Das heißt, die Anzahl der bewaffneten Konflikte ist stark gestiegen. Die Intensität, zumindest gemessen an der Anzahl der Toten, nicht so sehr. Also es verteilt sich eine größere Anzahl von Konflikten, eben wie gesagt, auf einen etwa gleich großen Anteil konfliktbetroffener Staaten. Und die Lage in diesen Staaten ist aber viel, viel unübersichtlicher geworden. Genau, und ich würde zum Abschluss einmal ganz, ganz schnell, und dann habe ich für die Diskussion aber noch so, ich würde die Erkenntnisse aus der Friedenskonfliktforschung gerne für die Diskussion aufbewahren, die ich noch mitgebracht habe. Aber ich würde gerne einmal zum Frieden abschließend noch kommen. Und zwar lässt sich Frieden natürlich auch positiv definieren. Hier nach Johann Galtung, das ist so der Begründer der Friedensforschung in Europa. Und demnach besteht Frieden eben nicht nur allein in der Abwesenheit von Gewaltausübung, so wie ich mich dem jetzt zuerst genähert habe, sondern eben in der Gegenwart von Faktoren wie Gerechtigkeit, Einhaltung der Menschenrechte, Versöhnung und Verständigung. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger zu messen. Es gibt dann Wege, sich dem zu nähern. Ich habe dafür mal eine Übersicht mitgebracht von Our World in Data. Das ist gegründet von einem deutschen Ökonomen, der in Harvard unterrichtet und der sich mal zum Ziel gesetzt hatte, eigentlich Daten abzubilden, die vielleicht auch einen positiveren Ausblick ermöglichen. Und hier sieht man halt schon sehr deutlich, dass die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, wahnsinnig verringert wurde seit 1820. Das ist natürlich seit 1820, das sind natürlich auch Schätzungen, aber also auch wenn wir immer noch ein Armutsproblem in der Welt haben, ist dieses Problem der extremen Armut massiv verringert worden. Ähnlich sieht das aus bei der Basic Education. Bezieht sich auf Grundschulausbildung und in Deutschland wäre das die erste Sekundärstufe. Die Kriterien wandeln aber so ein bisschen von Land zu Land. Aber auch eben die Basic Education ist massiv angestiegen, diese Grundausbildung. Literacy, also die Fähigkeit zu lesen, ist massiv angestiegen. Laut dieser Grafik lebt die Mehrheit, das ist die Ende 2015, die Mehrheit in einer Demokratie der Menschen weltweit. Hier eine Grafik zur Vaccination, also zur Impfung, wie viele Menschen geimpft wurden, auch massiv angestiegen. Und die Kindersterblichkeitsrate ist vor allem auch stark gesunken. Also während das eben um 1900, wenn eine Familie drei Kinder hat, war es sehr wahrscheinlich, dass also mindestens ein Kind stirbt, ist das jetzt weltweit die Ausnahme. Und die letzte Grafik, die ich aber mitgebracht habe quasi hierzu, bezieht sich auf diesen Grad der Demokratisierung, weil gerade so der Bezug zwischen Demokratie und Konflikt immer sehr stark betont wird. Also es gibt diese These vom demokratischen Frieden, die schon durch Kant und Rousseau entwickelt wurde, auf der Idee basiert, Demokratien sind inklusiv, Demokratien ermöglichen gewaltfreie Mittel der Konfliktaustragung. Deshalb wäre es empirisch gesehen unwahrscheinlich, dass Bürgerkriege innerhalb von Demokratien ausbrechen. Und das ist auch tatsächlich so. Also es gibt kaum Bürgerkriege in Demokratien, extrem selten. Kommt immer darauf an, wie man Demokratie definiert. Und Demokratien sind auch extern friedfertiger. Das war eine ganz große These, die ist ein bisschen
ein bisschen berüchtigten Anspruch in der Bush-Administration in den USA entwickelt hat, an dem Zeitpunkt, wo dann nämlich angefangen wurde, externe Kriege zu versuchen, damit zu legitimieren, dass man Land ja nur demokratisieren möchte, weil das dann ja zu Frieden beiträgt. So. Danach wurde die These von dem demokratischen Frieden ein bisschen angepasst, um die These um demokratische Kriege, dass natürlich darin inhärent die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr liegt, dass eben Demokratien gerade aus dem Glauben heraus, dass sie was Besseres sind oder dass sie friedfertig sind und wenn alle Staaten weltweit einmal Demokratien wären, gäbe es keine Kriege mehr, dass gerade das eben auch zu spezifischen Kriegen führen kann, die von Demokratien geführt werden. Nichtsdestotrotz sind Demokratien natürlich friedfertig, es ist friedfertiger und ermöglichen eben innerstaatlich zumindest einen friedlichen Interessenausgleich. Und hier auf der Grafik sehen wir einmal Daten zum Trend der Autokratisierung oder Demokratisierung. Das ist ein Forschungsinstitut, also VDEM nennen die sich, Varieties of Democracies, die jährlich den Demokratisierungsgrad in Ländern weltweit messen anhand von ganz, ganz vielen einzelnen Indikatoren. Nicht nur, ob es freie Wahlen gibt oder nicht, das ist mal so die Minimaldefinition, sondern auch den Grad der Pressefreiheit, Grad der Bürgerrechte und Ähnlichem. Und da haben die festgestellt, dass also in der ganz großen Mehrheit der Länder in jedem Jahr gibt es quasi weder einen Trend hin zur Autokratisierung, Demokratisierung. In der größeren Mehrheit aber in den letzten 10, 20 Jahren eher ein Trend zur Autokratisierung. Also das heißt, wir verlieren eher Demokratiequalität weltweit. Beispiel dafür wären ja auch die USA. Während wir hier eigentlich am Ende des Kalten Krieges gehofft haben, die ganze Welt würde vielleicht demokratisch werden. Also da gab es auch Thesen von Francis Fukuyama, einem Politikwissenschaftler, der eben damals vom Ende der Geschichte gesprochen hat, in dem Sinne, dass es natürlich weiter einzelne geschichtliche Events gibt. Aber die menschliche Entwicklung an dem Endpunkt angekommen wäre, weil sich durch das Scheitern des Kommunismus, durch Scheitern der Planwirtschaft herausgestellt hat, oder ganz deutlich gezeigt hat, dass liberale Demokratien das am wenigsten schlechte System wären und die liberale Marktwirtschaft auch das am wenigsten schlechte wirtschaftliche System und dass kein besseres System, keine bessere Idee weltweit denkbar wäre und laut ihm also logischerweise alle Staaten weltweit sich dorthin entwickeln würden und dann auf Basis dieser These vom demokratischen Frieden es auch keine Kriege mehr geben würde, weil Kriege laut ihm maßgeblich über ideologische Differenzen geführt werden, die es dann nicht mehr geben würde in dem Ausmaß. So, das wäre so die These. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich habe ganz viele Erkenntnisse so aus der Friedens- und Konfliktforschung noch mitgebracht, die ich in der Diskussion einbauen will, weil ich glaube ich ganz sicher bin, dass die ganz gut passen. Aber genau, vielen Dank.